So ist ein Bake, Kölle, Karriere. Und bevor wir reinstarten, holen wir uns einen alten Kölner zurück, der, was ich nicht gedacht hätte, nochmal zu uns kommt und der perfekte Allrounder für uns ist. Wir brauchen RM, wir brauchen LM. Stürmer sage ich auch nicht nein so, und der deckt einfach alles ab. RM, LM, ST. Und soweit ich weiß, freie Spieler können jederzeit in den Verein kommen, oder? Marktwert knapp 5 Millionen, den als Free bekommen, würde ich nehmen und ja, auf geht's. So, und damit haben wir Lemperle verpflichtet, Free Agent, knapp 5 Millionen wert, A-Deal, auskommt, weil er halt kostenlos ist. Er hat eine Freigabesumme von glatten 10 Millionen. Die wollten unbedingt eine für 9 Millionen. Da habe ich gedacht, komm, nehmen wir 10. Schön glatt. Und auf geht's. Dann werde ich, falls die das Angebot doch annehmen, doch noch ablehnen, weil bis dahin sind die Spieler halt wieder fit. Und jetzt geht's. Conference League Spiel Abfahrt. Der Rasen ist bewässert, Flutlichter an. 21 Uhr, Europa Conference League Spiel. Auf geht's, ich hab richtig Bock. Wir haben eine neue Formation, weil, ganz komisch, irgendwie für jeden Wettbewerb ist jede Taktikeinstellung, Voreinstellung weg. Oder verändert halt für den. Ja, Dings, was habe ich gerade gesagt? Ja, Dings, ihr wisst, wie ich meine. Also Bundesliga habe ich die eigene Taktikeinstellung und jetzt hier diesen anderen Modus. Ja, was völlig sinnlos ist, aber ich hatte jetzt keinen Bock, das zu verändern, muss ich sagen. Deswegen spielen wir jetzt die Standard-Dings mit einem Stürmer, aber passt, würde ich sagen. Dadurch rückt aber Gündoğan auf die Bank und Lehmann nochmal, der Jugendspieler, bekommt nochmal hier Chance, sich zu beweisen. Und letztes Mal habe ich ja schon gesagt, der hat mir sehr gut gefallen. Lämperle rechts außen, weil auf Schindler hatte ich nicht so Bock. Der ist ja der Urwitt irgendwie. Und links außen Kainz. Wie gesagt, ich spiele jetzt Lämperle, damit wir den vielleicht ein bisschen pushen können. Und der ein oder andere Verein vielleicht ein bisschen Interesse zeigt, weil wenn Schindler, ach Schindler sage ich schon, Thielmann und wieder Meiner wieder fit sind, habe ich nicht das größte Interesse, ihn zu halten. Er ist gerade knapp 5 Millionen wert. Und dafür würde ich ihn auch ziehen lassen. Aber mehr ist immer gut, deswegen möchte ich ihn hier gerne pushen. Und Horn glänzt hart. Und ja. Zu einer Freigabesumme von 10 Millionen. Falls jemand zahlt, hätte ich auch nichts gegen. Deswegen wird er eigentlich nur gespielt, damit er gepusht wird. Und ja. Weil der ist halt auch einfach erst, der hat glaube ich 69 Tempo und irgendwas mit 60 Schuss. Ja, da kann ich eigentlich auch loslassen. Als er, wenn ich solche Werte hätte. Digga, da war schon wieder ordentlich am Krachen. Boah. Das ist der gegnerische Trainer. Alles klar. Er hat mir absolut Angst gemacht, der Typ. Wenn der Sau ist, dann klatscht er dir aber eine richtig rein. Lämperle. Die sieht so komisch in FIFA aus. Der hat kein richtiges eigenes Gesicht. Sieht ein bisschen Moisty Meyer aus. Bittencourt lässt sich da abwimmeln. Oh, Lehmann auch guter Antritt. Muss ich gleich mal die Werte nach dem Spiel schauen.
Und Horn, dritte Glanztat hier. Also der hält uns echt gut im Spiel. 40. Minute schon wieder, ey. Die Zeit rennt aber auch. Zeit rennt aber auch. Macht aber auch gerade übel Bock. Vierte Parade. Gegen so einen No-Name-Club, glaube ich. Also ich habe noch nie was davon gehört. Und von den anderen in unserer Gruppe auch nicht. Deswegen peinlich, wenn man hier nicht gewinnt. Ja gut, die Werte sagen ganz schön was anderes hier über ihn aus, über den Lehmann. Aber Ingame-Leistung ist das, was zählt. Scheiß auf Statistiken. Also da haben wir schon bessere Statistiken gesehen. Von anderen Spielern, die dann übel Shit waren. Also Statistiken in FIFA oder Werte in FIFA, die kannst du eigentlich auch in die Tonne kloppen. Boah, sehr stark. Ich weiß nicht, wer das war. Martel, glaube ich. Bisschen vermisst auch die letzten Spiele den Bre. Lämperle setzt hier schon mal ein Zeichen für seinen 5 Millionen Transferwert. Let's go. Schade. Oh, nächstes Spiel gegen Bochum. Da sollte auch ein Win drinne sein, sag ich mal. Mein Gott. Der hätte sich nur fallen lassen müssen und es wäre Elfmeter. Gebe ich zu, das war ein sehr kritisches Einsteigen. Keins. Bittencourt. Der kann aus der Distanz. Oh, ein Lämperle ist heiß. Digga, wie der den annimmt. Angenommen und mit links. Ich glaube, der ist Rechtsfuß mit dem schwachen Linken. Puh. Schneider hier wieder. Guck mal, was der für einen Antritt hat und Tempo. Wie der das Tempo halten kann. Schneider, bester Mann. Schneider. Mit der Vorlage auf K1. Also unsere Jugendspiele gefallen mir. Da macht unser Scout einen guten Job, würde ich mal sagen. Das ist die Zukunft von Köln hier. Guck mal hier, Lehmann, Zuckerpass. Ja, und dann ist das auch einfach Lämperles Schuld, wenn er da nur so hinjoggt. Poh, 4-0. Das ist doch mal ein Einstand hier in den Wettbewerb. Let's fucking go. So, Lämperle trifft bei Köln-Debüt. So sieht's aus. Und nächstes Spiel gegen Bochum. Oh. Sané, ja, das ist jetzt die Frage halt, ne? Das ist halt die Frage, sollen wir den noch holen? Ich würde spontan sagen, nein. Aber wir können das anscheinend nicht mehr ablehnen, so wie es aussieht. Alles klar, wir haben ihn geholt. 3 Millionen für 5 Jahre haben wir den. Ist ein A-Deal. Ist ein A-Deal. Und was mir gerade einfällt, Kainz beendet ja nach der Saison seine Karriere. Jetzt ist das doch wieder weg. Es ist alles weg hier. Warum ist denn jetzt. Ach mein Gott, ich hatte richtig geile Aufstellung, Formation ist alles weg. Aber was mir gerade einfällt, Kainz beendet ja nach der Saison seine Karriere. Und da wäre es eigentlich fast schon unnötig, den spielen zu lassen. So leid es mir tut, aber da kann man lieber Lämperle und Sidi Sané pushen. Wobei, nee, stimmt, der kommt ja erst im Winter. Aber trotzdem, im Winter wäre Kainz ja auch noch da. Deswegen werden wir es, denke ich, so machen: Kainz dann auf die Bank oder Reserve sogar.
Und Lempele und Serizane und bis dahin sind ja Team und Miner wieder fit. Deswegen, ja, leider keine Zukunft, denke ich, bei uns. So, jetzt sehen wir uns aber beim nächsten Mal gegen Bochum. Tschüss.